Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vor kurzem mitbekommen habt, war ich ja in Abu Dhabi und Dubai, also besser gesagt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, habe Urlaub gemacht. Der Urlaub war klasse. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen, denn das Feedback war nicht schlecht, was ich von euch bekommen habe. So, und nach dem Urlaub, ja, jeder Urlaub ist irgendwann mal zu Ende, dann geht es wieder weiter mit Arbeiten, Arbeiten und nochmal Arbeiten. Genauso geht es weiter mit dem Projekt Hausbau. Und wie ihr wisst, bin ich ja sehr aktiv bei Instagram, poste immer wieder Sachen, was ich denn so aktuell mache oder auch vorhab zu machen, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid, was ich mache, wie ich es mache, was denn so meine Ideen sind und was es denn so kostet. Genau, und da verfolge ich bei Instagram noch andere Bauherren, die ab der Planung, da bekomme ich ja mit, dass die praktisch auch Wünsche gekauft haben, dann geht es dann los und dann setzen die sich eine Bauzeit von den meisten ein Jahr, manche vielleicht noch kürzer, je nachdem, wenn sie auch ein Fertighaus bauen, geht es ein bisschen schneller. Und da weiß ich, dass sehr wichtig ist, schnell fertig zu werden, also sprich Wohnung pünktlich zu kündigen, schnell das Haus fertigzustellen, um da umzuziehen, weil man einfach die doppelte Belastung abschaffen möchte mit Wohnung, Miete zahlen und Kredit jeden Monat abzahlen. Doppelte Belastung, natürlich versteht sich, möchte keiner zahlen doppelt oder auch gerade für die Mietwohnung an den Vermieter noch Geld schenken, sondern Eigenheim geht viel schneller, Geld sparen, sehr wichtig. Und da mein Tipp an euch, wenn ihr, falls ihr das nicht wisst oder bauen solltet und da noch keine Ahnung habt in der Hinsicht, mein Tipp einfach, wenn es Richtung Innenausbau geht, immer schnell zuerst das Badezimmer fertigzustellen, denn ich sage nicht ohne Grund, denn wer bauen sollte oder plant zu bauen, ihr werdet sehen, ihr bekommt nie pünktlich diesen Termin, den ihr euch vorgenommen habt zum Einzug oder Fertigstellen des Hauses, bekommt ihr niemals hin. Also zu 90% bekommt man das nicht hin, weil man nie weiß, wie lange wird der Winter andauern oder wie kalt wird es, kann da im Winter gebaut werden, kann nicht gebaut werden, haben die Handwerker Zeit, bist du irgendwo in einer Warteschlange von einer Firma, die auch nicht pünktlich ihren Zeitplan einhält, Baustoffe werden verzögert geliefert oder sind die sofort lieferfähig, und da sind so viele Dinge, was schief gehen könnte und zu Zeitverzögerung hinauszieht. Deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr im Innenausbau seid und habt Zeit, macht erst das Badezimmer fertig. Wieso? Damit ihr einfach ein Waschbecken habt, eine Toilette und eine Dusche, die fertiggestellt ist, die ihr dann nutzen könnt. Denn alles andere ist erstmal unwichtig, wirklich. Denn weder Schlafzimmer noch Kinderzimmer muss fertig gemacht werden. Also ich rede jetzt vom Boden, weil den Putz, den macht ihr eh, von der Zeit her wird es passen. Aber den Boden ist jetzt zweitrangig, kann man später noch machen. Man kann ja, es gibt so viele Sachen, Luftmatratzen, sonstiges, was man unterlegen kann und so halt schlafen möglich ist, ja, in dem Haus. So, genauso mit Küche. Es gibt so viele Gerichte heutzutage, da kann man auch mal eine Zeit verzichten auf Herd und Backofen, ja. Ich brauche jetzt nicht erzählen, welche Gerichte es gibt, aber es gibt unzählige. Ich bin ein Mann, ja, ich koche nicht immer, ich mache auch schnelle Gerichte, die gut schmecken, meiner Meinung nach. Da ist es alles möglich. Also, deswegen mein Tipp, Badezimmer. Wie ihr es macht, eure Entscheidung, aber es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. So, da ich in dem Luxus bin, nicht schnell auszuziehen oder in dem Druck, mich in dem Druck befinde, irgendwo rauszumissen oder irgendwo Miete zu zahlen, habe ich gesagt, mach erstmal nicht das Badezimmer fertig, sondern fangen bei mir hier mit dem zweitkleinsten Raum an in diesem Haus an. Und das ist bei mir in dem Fall das Gäste-WC. Da gehen wir jetzt mal hin. Und im Gäste-WC, wisst ihr, hier habe ich einfach hier deckisch fertig. Der normale Grundputz.
Hier habe ich ja nicht verputzt, weil man erst Fliesen legen sollte. Ich bin der Meinung, dass heutzutage, gut, das ist wieder Geschmackssache. Ich bin der Meinung, dass heutzutage nicht der ganze Raum verputzt werden muss. Weder Badezimmer noch Gäste-WC. Ich kombiniere hier einfach zweierlei Dinge, also Fliese mit Putz zusammen. Denn in den Putzen kannst du auch in verschiedenen Farben streichen, du kannst Muster hineinzeichnen. Das habe ich drüben in dem anderen Haus auch gemacht, habe ich auch kombiniert. Das ist einfach meiner Meinung nach modern. Ja? Also nimm dir jetzt nicht übel, dass ich es so mache und sage, dass es einfach modern ist. Vielleicht seht ihr es anders oder ihr wollt den ganzen Raum komplett verfliesen, ist eure Entscheidung. Aber ich, meiner Meinung nach sieht ein Gartenbadezimmer, wenn es groß ist und komplett bis zur Decke verfließt ist, sieht meiner Meinung nach heutzutage so aus, als ob du da irgendwo beim Fleischer stehst oder beim Schlachter. Und wenn es Blut spritzt, ja, da kann man praktisch die ganzen Wände mit den Fliesen, dann wo auf der Fliese liegen oder praktisch das Blut, kann man abwischen. Ja, also so kommt es mir halt rüber. Deswegen, ich bin hier weder eine Schlachterfirma, noch möchte ich was schlachten bei mir. Deswegen kombiniert Putz, Fliese. So, genug gesubbelt. Jetzt geht es mal zum hier, um was es dann eigentlich hier geht. Drüben im anderen Haus habe ich im Gäste-WC ein kleines Waschbecken. War soweit okay, bin aber nicht zufrieden, denn Hände waschen und so ist bei kleinen Waschbecken nicht so bequem, beziehungsweise das Wasser spritzt immer wieder mal rüber. Ich habe in diesem Haus mache ich ein großes, habe schon eins gefunden, das mir zusagt, noch nicht bestellt, aber werde jetzt nach diesem Waschbecken oder nach diesem mit dem Waschbecken Unterschrank jetzt mal geplant. Breite ist diesmal 75 cm. Das heißt, ihr braucht breitere Fliesen. Fliesen 80 cm ist zu knapp, denn wenn ihr das Waschbecken kalkt, also reinigt, habt ihr seitlich nicht so viel Spiel, ja, ein paar Zentimeter ist mir zu knapp. Ich möchte nicht, dass das Wasser irgendwann an der Wand entlang läuft, sondern an der Fliese. Wenn überhaupt, kann man es viel leichter abwischen als an der Wand, denn da, wenn ihr Hände waschen tut und das Wasser ein bisschen dreckig ist, spitzt an die Wand, dann könnt ihr jedes Jahr die Wände streichen. Das möchte ich nicht. Deswegen 75 cm breite Waschbecken, kommt für mich nur 90 cm in Frage. Und das kommt genau hier, die Wasseranschlüsse sind dann mittig, da hoch. Hier und hier praktisch endet dann die Fliese. 90 cm Breite, genau, und dann komplett von oben bis unten. Ja. Ich war schon bei den örtlichen Fliesenhändlern überall, bei den Baumärkten, habe mir schon Ideen gesammelt, was ich wichtig ist, welche Bodenfliesen gefallen euch, das mit kombiniert mit den Wandfliesen, dann welche Farbe möchtet ihr die Wände streichen, welche Farbe wird euer WC haben oder Waschbecken oder Möbel, ja, also Dusche, muss alles, da muss man einfach alles schon den Plan haben, was man so machen möchte. Ja, und da habe ich einfach gesagt, ich mache Gäste-WC ein schlichtes, weißes Gäste-WC, das heißt, die Wand, wo ich gerade angesprochen habe, das Waschbecken, wird dann weiß. Unterschrank bin ich mir noch nicht sicher, ob es weiß Hochglanz wird oder Anthrazit, da überlege ich noch. Je nachdem, wartet noch aufs Angebot für den Fliesenboden und da habe ich zwei Farben und da gucke ich einfach, was mir dann zusagt. Und da letztendlich will ich dann den Hängeschrank vom WC dann auch ausmachen lassen. So, jetzt zu den Fliesen. Ich habe hier von der Firma Tau Keramika, 30x90, sind dann in Weiß-Hochglanz. Weiß-Hochglanz heißt mit Glasur, also glänzend, heißt dann auch leicht abwischbar oder leichter zu entkalken als matte Fliesen. Weil matte Fliesen, finde ich, sind sehr, ja, sind nicht so praktisch, wenn es ums Putzen geht. Ja, weder auf dem Boden noch an den Wänden. Also ich werde keine matten Fliesen kaufen.
Geschmackssache wieder, ja, und muss ja alles durchdenken. Ja, die Fliesen kommen aus Spanien, Qualität scheint auch sehr gut zu sein. Und beim Verlegen wird sich dann zeigen, wie die Fugen sind oder beziehungsweise die Kanten von den Fliesen, wie die abgerundet sind oder nicht. So, weiter geht's dann. Wand, wie gesagt, hier praktisch am Spülkasten ist auch eine große Wand. Hier ist eine große Fläche, geht dann bis zu dieser Ecke hier. Da oben klar mal Fensterbank. Ist auch soweit erledigt. Und ich habe drüben, in meinem jetzigen Haus drüben, habe ich auch Mosaik. Und ich habe, wo ich bei den Fliesenhändlern war, habe ich auch von Anfang an gewusst, hier verlege ich Mosaik und habe mich dann umgeschaut, was denn so gerade momentan so zur Auswahl steht. Die Auswahl, sage ich mal, war berauschend, ja, also nicht so toll, bescheiden kann man auch sagen. Da habe ich mir gedacht, gefällt mir nichts davon, was so angeboten wird, so, wo gibt es da die meiste Auswahl? Ganz klar die Antwort: Internet. So, im Internet habe ich dann gesucht, natürlich schöne Mosaikfliesen gefunden und ich war sehr überrascht, dass ich die bei Amazon gefunden habe, denn also bei Amazon wird ja mittlerweile heutzutage ja alles verkauft. Habe ich auch nicht gedacht, dass die alles Mögliche kannst du bei Amazon kaufen, also toll. Den Link, ja, also derjenige, der für sich für diese Mosaik auch interessiert oder ihm gefallen und würde gerne wissen, welche Maße die denn haben oder was sie denn so kosten, kein Problem. Ich mache hier jetzt einen Link in die Beschreibung unten unter dem Video, da könnt ihr draufklicken und da könnt ihr euch mal anschauen, ob die Mosaikfliesen was für euch taugen. Und auch über diesen Link könnt ihr auch die Fliesen bestellen, kostet euch keinen Cent mehr, als wenn ihr die über Amazon sucht. Und ja, jetzt zeige ich euch diesen heute gekommen, das Paket. Ich habe es noch gar nicht angeschaut und ich hoffe, das sind jetzt auch die richtigen, denn ich würde jetzt sehr erstaunt gucken, wenn es jetzt plötzlich ganz andere sind. Ja, die sind total jetzt zugeklebt hier. So Leute, sieht zumindest hier durchs Loch mal ziemlich gut aus, dass es auch die richtigen sind. So Leute, das sind die Mosaikfliesen, ja? Auch schön super eingepackt, also top, dass da auch nichts passiert. Da kenne ich auch schon andere Mosaikfliesen, die einfach so aufeinander liegen. So, und so ist der Gedanke einfach, ja. Praktisch hier dann der Spültaster, dann so die Mosaikfliesen. Und wenn die natürlich jetzt sind sie noch in Folie eingeschweißt. Wenn die praktisch dann verlegt sind, schön gereinigt und die Sonne drauf knallt, dann werden sie picobello funkeln, also so praktisch kommen sie dann drauf. Ja, ich hoffe, ihr könnt es auch erkennen. Ja, so viel dazu, der Vorgeschmack. Hier Fliesen, da unten Mosaik. Und jetzt habe ich mal genug geredet, sonst wird das Video ewig dauern. So, morgen, ja, morgen bekommt ihr mit, wie ich die Fliesen verlege, wie das funktioniert und das fertige Ergebnis werdet ihr wahrscheinlich auch bekommen. Ja, dann zeige ich dann euch komplett, was man denn dann so macht und wie das funktioniert. So, jetzt haue ich ab, mache mich jetzt fertig, damit ich da die Fliesen verlegen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und unbedingt morgen wieder einschalten. Ja? Also in dem Sinne, macht's gut und bis morgen. Tschüss.